Ja, hallo liebe Reisemobilfreunde, zu einem Update Bugboost 100 von Victron. Ja, ich komme heute Morgen hier in meine Firma rein und sehe mein E-Mail-Postfach quillt fast über. So viele Mails bekommen von vielen, vielen Reisemobilfahrern, die auch diesen Bugboost gerne haben wollen. Und da habe ich gesagt, bevor ich mich hinsetze und wirklich alle Mails im einzelnen Detail beantworte, machen wir halt ein kurzes Video. Wirklich, wirklich nur ein ganz, ganz kurzes Video werden. Ja, der hat oder kann 100 Ampere, macht der. Allerdings muss ich immer natürlich gucken, die Grundvoraussetzung und die Infrastruktur auch an meinem Fahrzeug muss natürlich dementsprechend auch gegeben sein. Ich kann nicht bei einem, ich sag mal Anführungsstrich, kleinen Ducato mit einer 100 Ampere Lichtmaschine oder 110 Ampere Lichtmaschine, kann ich keinen 100er Bugboost einbauen und den auf 100 Ampere programmieren. Das wird also ein ganz kurzes Intermezzo und ruckzuck ist die Lichtmaschine kaputt. Das geht nicht. Ja. Also man muss immer gucken, was habe ich eben halt für eine Lichtmaschine drin. Und darauf aufbauend, sage ich mal, kann ich dann sagen, jawohl, ich nehme den Bugboost und den kann ich halt dementsprechend auch programmieren. Ich muss nicht unbedingt auf 100 Ampere Ladestrom gehen. Ich kann den auch runterdrehen auf 90, 80, 70, 60, eben halt, wie ich es haben möchte. Kann ich immer wieder natürlich nach oben und nach unten variieren. Über das Programm, was ich euch hier einmal jetzt hier kurz aufgerufen habe, da seht ihr eigentlich schon hier im Detail, was dieses Gerät alles kann, welche Parameter ich einstellen kann. Das sieht man hier im Detail. Ich könnte sogar hergehen und kann hier sogar das Ganze über ein CAN-Bus-System steuern, temperaturgesteuert, das geht natürlich auch, mit einem entsprechenden Lichtmaschinensensor, Temperaturfühler, das kann der also auch. Ich kann ihn auch komplett über das D-Plus-Signal steuern und lasse eben halt diesen Vibrationssender oder Sensor, den er halt integriert hat, den lasse ich außen vor, kann ich also auch machen, dass er über D-Plus läuft. Also ich habe unendlich viele Möglichkeiten, dieses Gerät von der Grundkonfiguration so einzustellen, dass der maßgeschneidert auf mein Fahrzeug läuft. Das geht, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wichtig ist natürlich immer, an meiner Lichtmaschine kann ich erstmal nichts ändern. Da muss ich wirklich gucken, dass ich die Grundvoraussetzung mit der Lichtmaschine erstmal gegeben habe, dass ich den Bugboost erstmal einbauen kann. Wenn das nicht der Fall sein sollte oder wenn das nicht gegeben ist, dann gehen wir immer noch wieder auf etwas kleinere Ladegeräte zurück. Den gibt es ja auch als Bugboost 50, gibt es den auch. Da habe ich 50 Ampere und der darunter ist nämlich unser Haus- und Hof-Ladebooster, den wir am meisten verbauen. Das ist halt der mit 30 Ampere, weil der ist eigentlich mehr oder weniger für alle Fahrzeuge kompatibel. Da bin ich immer auf der sicheren Seite, auch bei der kleinsten Lichtmaschine, dass ich die nicht überlaste und dass ich die halt nicht zerstöre, wenn die halt mit extrem viel Power meine Aufbaubatterien laden muss. Ja, dann habe ich mich natürlich sehr gefreut über die sehr, sehr vielen positiven Rückmeldungen. Ja, wir können ja hier noch mal kurz reinschauen. Wir können ja noch mal ein paar Impressionen, ein paar Bilder einblenden, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Wir haben ja hier unten noch mal bei dem Quattro, den haben wir nicht einfach flach reingelegt, was für uns das Einfachste gewesen wäre. Den haben wir wirklich auf ein Bosch-Profil haben wir den installiert und der ist, wie gesagt, stehend hier verbaut worden. Das ist auch eine ganz knappe Geschichte. Da können wir auch mal euch ein Bild dazu einblenden. Dann hier oben in dem mittleren Fach, da haben meine Jungs wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden längst drin gelegen in diesem Fach und haben da die Installation gemacht. Einmal von der Seite und natürlich auch von der anderen Seite hier mit den Köpfen rein. Da können wir euch auch mal ein Bild einblenden, habt ihr ein bisschen was zum Schmunzeln. Ja, und natürlich der ganze Kabelsalat, der hier im Vorfeld natürlich geherrscht hat. Da haben wir noch mal kurz als Startbild eingeblendet in dem letztjährigen Video. Und da sieht man auch, sag ich mal, wie schwierig das alles ist. Und so eine Arbeit ist auch nicht in 2 Tagen oder so erledigt. Allein mal, wenn man da guckt, was meine Techniker hier da auch an Fachwissen mitbringen müssen. Die machen auch alle Victron-Schulungen mit, müssen sie auch. Sonst wird das hier gar nicht funktionieren. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass nicht nur die Geräte, die wir hier, sage ich mal, vertreiben und einbauen, sondern das ist auch ganz wichtig, dass sie vernünftig programmiert werden auf diese einzelnen Komponenten und dass dann im Anschluss halt alles, sowohl in der Testphase als auch später bei dem Kunden, alles flüssig läuft. Das muss zu 100% muss das alles funktionieren, muss laufen. Und da sind wir auch wirklich ganz, ganz stolz über die Produkte, die wir hier haben, nämlich alles von Victron. Uns braucht ihr auch gar nicht fragen nach Büttner oder nach Votronic und was weiß ich, ist für uns ein absolutes Tabuthema, fassen wir gar nicht an. Wir fassen es nur in der Form an, sag ich mal, dass wir es aus den Autos ausbauen und bauen halt Victron ein. Wir verbauen nichts anderes, ausschließlich Victron Energy. Ja? Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt die Bilder so ein bisschen genießen können. Ich habe da ab und zu, wenn ich hier lang gelaufen bin und die Jungs hangen mal da wirklich ganz tief in den Fahrzeugen drin, habe ich mal ein paar Bilder geschossen. Und die haben jetzt gestern nicht in dem Video eingestellt. Gestern war auch, habt ihr gesehen, habe ich mal versucht, selbst so mit der Kamera, so gut ich konnte, noch ein Video, den zweiten Teil zu drehen. Und ja, ist mir zum Teil ein bisschen gut geglückt und habe ich mir selbst angeguckt, fand ich im Anschluss nicht so toll, das Ganze. Aber gut, wie sagt man so schön, Not macht erfinderisch. Ne? Ja, das soll es gewesen sein. Also wie gesagt, zu dem Bugboost, ihr könnt uns gerne eure Anfragen stellen. Wie gesagt, aber beim normalen Fiat Ducato mit einer kleinen Lichtmaschine funktioniert der Bugboost eben halt nur eingeschränkt. Ja?
wir kriegen da die 100 Ampere Ladeleistung für die Aufbaubatterien leider nicht hin. Dann nimmt man den nächst kleineren, der ist auch wesentlich günstiger, der kostet fast die Hälfte. Das ist also auch hier schon, ich sag mal, Oberliga auch vom Preis her. Das Gerät kostet, glaube ich, knapp 1200 Euro. Und wenn man den 50er nimmt, dann sind wir ungefähr bei der Hälfte, was der kostet. Und den kann ich natürlich auch programmieren. Hat die gleichen im Prinzip Anschlüsse wie der auch, hat nur halt ein bisschen weniger Ladeleistung. Und man kann die daran erkennen, dass nur der große hier oben nochmal diesen aufgesetzten Lüfter hat. Und der kleinere, der 50er, hat eben halt nicht diesen aufgesetzten Lüfter. Ne? Der hört also hier im Prinzip mit den Kühlkörpern dann schon auf. Ja? Ja, das soll es gewesen sein zu dem Backboost-Update. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr nichts verpassen wollt, es stehen sehr, sehr viele neue, große Projekte jetzt vor der Tür, dann gebt uns ein Abo. Ein Like gibt er uns ja sowieso, da freue ich mich wahnsinnig drüber. In dem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, alles Gute, euer Carex-Team.